Hallo und herzlich willkommen zur Grippe TV's Livestream Show. Hallo, grüß euch alle miteinander zu einer neuen Folge von CryptoTV, einer Livestream-Sendung. Heute sende ich wieder vom Fuße des Untersberges aus und ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute habe ich das Thema Kryptowährungen und auch in Aufhänger Bargeldverbot. Nun, gerade heute in dieser Zeit denke ich mir, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist, weil es wirklich unsere Freiheit bedroht, diese bargeldlose Zeitalter, das uns ja heute deklariert wird oder aufgedrückt wird. Ja. Und dazu habe ich, weil ich ziemlich alleine werken muss, schon mal eine circa 50-minütigen Video vorbereitet, wo ich viele Fakten und ein paar kleine Indizien präsentieren werde über generell die Kryptowährungen. Und so ist dann geplant, so hoffe ich, dass ihr euch dann vielleicht auch noch mit einbringt, mit euren Ideen über die Kryptowährung und den Bargeldverbot im Allgemeinen. Dafür haben wir den Chat heute offen. Und ich habe auch die Skype-Leitung eingeschalten. Da hätten wir da die Adresse. Also falls euch interessiert, könnt ihr hier da drunter euch bei mir auf Skype melden. Und am Ende der Präsentation dann, nach den 50 Minuten, dann kommen wir zum offenen Gespräch. Unten in der Videobeschreibung ist dann auch nochmal die Skype-Adresse eingebunden, so dass ihr dann vielleicht dann dort hinfinden könnt. Ja, es ist ja so, dass ich schon auch mit Bankangestellten in diversen Banken, ob das Reika, Volksbank oder etc. war, habe ich mit den Bankangestellten schon gesprochen, was sie davon halten über die Kryptowährungen, ob sie das auch als Gefahr sehen. Und die einzige Antwort, was ich da immer bekomme, ist, sie haben keine Meinung, sie kennen sich da nicht aus, sie finden da auch gar keine Gefahr, weil das überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat. Also, wenn man mit Bankangestellten über Kryptowährungen spricht, war ich bis jetzt, musste ich immer ratlos wieder aus der Bank rausgehen. Aber es macht nichts. Ich habe genug andere Fakten auch noch mit heute bei euch in der Sendung eingebunden und ich bin schon gespannt dann auf eure Meinung dazu. Vielleicht noch eines vorweg, weil ich ja das Thema heute Kryptowährungen habe, mein TV-Kanal nennt sich ja auch CryptoTV, aber Krypto habe ich hier unter dem Verständnis gesetzt für geheim, verborgen, wie die von abgeleitet auch von der Kryptozoologie, für die ich mich sehr stark interessiere. Also ich verstehe mich eben mit meinem Sender als Kryptograf und möchte somit verborgene Themen, die sonst in normalen Mainstream nicht gebracht werden, hier präsentieren, also Menschen Gehör verschaffen. Und tja, gleich auch mal eins vorweg, wenn ich hier und da nur den Begriff Bitcoins erwähne, der hat sich auch schon so in mir festgebrannt. Es gibt ja viele Arten von Kryptowährungen. Bitcoin ist nur eine Art der Kryptowährungen. Aber wenn ich dann oft Bitcoin sage, meine ich eigentlich auch in generellen Kryptowährungen. Genau, so viel mal dazu. Vielleicht noch einen Hinweis, bevor ich mit der Präsentation anfange. Ich stelle auch ein paar Medien vor, wo ich gewisse Sachen herausgefunden, auch recherchiert habe, wie Kulturstudio, Nuviso TV oder Massengeschmack TV. Ich erwähne es ja dann eh im Video, aber falls untergehen sollte, ich erwähne nur, dass man Nuviso TV und Kulturstudio abonnieren kann. Von Massengeschmack TV bin ich mittlerweile echt enttäuscht worden. Sie haben gute Beiträge generell, aber manchmal hetzen sie doch auch sehr unlauter, unprofessionell gegen Medientreibenden im alternativen Bereich, wie an Robert Stein oder vor allem den Xavier Naidoo.
den haben sie sowas von zerrissen an Xavier, ohne auf irgendwelche Fakten einzugehen, warum er anscheinend recht sein sollte oder warum er ein Spinner ist oder ein Verschwörungstheoretiker. Also es werden beim Massengeschmack, bei einer der letzten Folgen, was sie jetzt herausgebracht haben, immer nur Aufhänger gebracht, das ist ein Idiot, ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechter, ohne auf Fakten einzugehen, wo er sich hier beweist, dass er dieses sei. Also, wenn ich dann den Beitrag über Massengeschmack TV auch bringe, dann nur deswegen, weil sie da einfach einen guten Beitrag herausgefunden haben über die Kryptowährungen. Ja? Aber ansonsten, vielleicht sollte es einmal ein Anreiz sein für euch beim Massengeschmack, wenn sie über Leute herzieht, oft auch zu Recht, und dann gebt ihr auch gute Fakten wieder, weil wenn Xavier nicht tut, habt ihr überhaupt keine Fakten gebraucht, sondern auch von der Schlagwörter gebraucht, das ist ein Nazi, ein Rechter, das geht einfach nicht. Aber zurück zum Thema jetzt, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr zur Sendung hin. Also, ich schalte jetzt hin zu der Sendung, die ich vorbereitet habe, und so noch 50 Minuten dann können wir zum offenen Gespräch kommen. Okay, dann, bis gleich. Das Thema zur heutigen Sendung ist, dass Fakten aufzeigen, wie Kryptowährungen als trojanisches Pferd getarnt zur Abschaffung des Bargeldes und Kontrolle des Menschen dient, in dem, was er tut und konsumiert. Und nur am Rande vermerkt, der RFID-Chip wartet auch schon zur Verknüpfung mit einer passenden Kryptowährung. Würden die Banken, Finanzämter und Politiker vor Bitcoins warnen, was sie aber nicht tun, würde ich diese Sendung heute nicht machen. Denn stattdessen treiben diejenigen, welche damit handeln und fördern diese neue Währungssystem in allen Facetten. Und dies will ich heute euch darlegen. Also weg von Schönreden, Wunschvorstellungen und vor allem falschen Hoffnungen und Versprechungen, die sowieso in unserer heute bestehenden Gesellschaftsform nie umgesetzt und eingehalten werden können und auch leider in zu vielen alternativen Sendern anscheinend gleichfalls falsch verstanden und dadurch unverdienterweise glorifiziert wird. Ich werde heute die puren Fakten aufzeigen, die heute gelten und auch zu was es logischerweise führen wird. Anfangen werden wir mit zwei Fakten, die für sich alleine zu besprechen ausreichen würde, indem diese in sich allein unaufstößlich aufzeigen, dass die Kryptowährungen von der Elite eingesetzt werden und dies nichts Gutes für uns bedeutet. Wie gesagt, diese zwei Fakten, die jetzt dann kommen, erübrigen in sich schon jede Gegenargumentation. Da diese niemals schlüssig diese zwei Fakten in irgendeiner Weise dementieren könnten. Wenn wir uns irgendwo dennoch irren sollten, habe ich dafür eventuell eine Sondersendung geplant, die dann eröffnet werden wird, wenn wir dazu, so hoffe ich, 50% Pro- und 50% Kontra-Argumentatoren finden, die in dieser Sendung auf dieses Video aufbauen könnte. Mal schauen, wie weit es kommt. Wir machen dies deswegen, weil man findet beinahe ausschließlich nur Pro-Argumentationsbeiträge für die Bitcoins. Und das eben in den öffentlichen, privaten sowie auch alternativen Medien. Und so wollen wir endlich mit einer Kontra-Argumentation unseren Beitrag leisten. Gleich mal vorweg, ich sage oft wir, obwohl CryptoTV nur noch aus einem Menschen besteht. Aber naja, ich sehe uns als eine große Familie, also bleiben wir beim Wir hier und da. In diesem Video werden wir nach der Behandlung der zwei großen Hauptfakten eben auch noch auf einige negativen Nebenfakten eingehen, obwohl, wie schon eben vermerkt, die zwei Hauptfakten keiner anderen Gegenargumentation mehr bedürften. Hauptfakt 1 zum Thema Geldfälschung. Geld neben der staatlich angeordneten Währung zu kreieren und in Umlauf zu bringen, ist eine Straftat.
zum Beispiel gleichzusetzen als diese Monika Unger eigene Autokennzeichen herstellte, verstoß sie hier zu Recht gegen Staatshoheitsrechte und musste dafür eben dann für 14 Jahre ins Gefängnis. Bitcoins verstoßen genau hier ebenfalls gegen solche Hoheitsrechte der Finanzämter und Staatsbanken. Würde irgendjemand von uns eine eigene Währung erfinden und in Umlauf bringen, egal ob auf Papier oder digital, so würden wir uns in allerkürzester Zeit im Gefängnis befinden. Selbst wenn ich nur ein Nutzer dieser Coins bin, wie viele andere von euch heute. Zumindest würde der Staat mir diese Währungsart pfänden. Da aber keiner in irgendeiner Art und Weise geahndet wird oder zumindest irgendwo in den Staatsmedien davor gewarnt wird, wie auch damals vor Monika Unger zu Recht, so ist zu erkennen, dass einzig und allein nur die Eliten von Anfang an die Kryptowährungen fördern und in Umlauf brachten. Dies allein ist ein unumstößlicher Beweis dessen, keiner anderen Diskussionsbeispiele bedürfen müsste, wenn man mal logisch nachdenkt. Und da kann man mit noch so vielen Beispielen kommen, die einen Honig um den Mund schmieren. Beispiel: Bitcoins sind dezentral. Aber dazu später. Zurück zu Beispielen, um zu verstehen, dass diese Bitcoins in Umlauf gebracht werden, um uns bargeldlos zu versklaven. Versklaven in allen nur vorstellbaren Punkten, die ein Mensch erleiden kann. Warum diese ersten unumstößlichen Beweislage die Widrigkeiten dessen aufzeigte, nichts anders wie von uns erläutert zu verstehen ist, werden wir später noch mit Praktiken und des Staates aufzeigen, wie zum Beispiel des nicht exekutiven Ahndens vieler Fallbeispiele. Auch dass die Eliten Werbung und Geschäfte mit Bitcoins machen dürfen. Und hier haben wir nun den zweiten Hauptfakt. Sehen wir uns mal dazu diese Internetseite von der WallStreetOnline.de an. Hier auf dieser Seite sehen wir eben zum Beispiel einen Bericht vom 21.07.2019. Gold bereitet Ausbruch vor, Bitcoin verbessert Lage und DAX schaut auf den S&P 500. Ja, wenn wir da alle mal diese Seite weiter inspizieren, ist sie voll bestückt mit positiven Bitcoin-Berichten. Und daran sieht man schon, dass von Anfang an die Wall Street die Finger hier mit drinnen hat. Also nicht nur die alternativen Medien ganz verblendet sagen, dass sie uns retten werden, sondern eben auch die Wall Street hier genau aufzeigt, dass angeblich der Bitcoin den Währungscrash und den Goldstandard retten wird. Zurück zum Leitfaden. Bitcoins sind heute ein Glücksroulette, wo es nur einen Sieger gibt. Also wenn ihr auf den richtigen Bitcoin gesetzt hattet, es sind zurzeit über 700 Kryptowährungen im Umlauf. Hier könnt ihr mal die 10 größten sehen. Den Bitcoin, den Ethereum, den Dash, der Ripple, der Monero, der Litecoin, Ethereum Classic, den NEM, den Zcash, Factorum zum Beispiel. Und wer von euch damals als Beispiel auf Betamax gesetzt hatte, weiß nun heute, warum er die VHS-Kassetten in den Betamax-Rekorder nicht abspielen konnte und auf dem Gerät sitzen blieb. Also, mit Roulette-Spiel meinte ich, wer hat das Glück dann, diese Bitcoins zu haben, die dann akzeptiert werden, neben diesen aberdutzenden anderen Arten der Coins? Bei ProSieben am 26.08.2019 habe ich mal bei, eine Art Quiz-Sendung, nennen wir sie mal so, ja. Da hatten Leute eine Frage gestellt bekommen, nämlich, wie wird eine Internetwährung noch genannt? Da hatten sie zur Verfügung A, eine Fake-Währung, B, eine Internetwährung oder C, Kryptowährung, geheim, zugleich eine Geheimwährung. Ja?
Und des Rätsels Lösung war C, eine Kryptowährung. Ah, also eine Fake-Währung ist sie laut Pro7 also nicht. Also eine Währung bestehend neben der staatlich anerkannten, die laut Finanzämter die einzig legale sein kann. Also legal und kein Fake sein dürfen. Nicht zu wechseln mit Payball-Systemarten, die auf die nationale Währung gekoppelt sind und daher ein legaler Umlaufsystem ist. Und Kryptowährungen nicht auf nationale Währungssysteme gekoppelt sind, also illegal sein müssten normalerweise, ja? Beim YouTube-Kanal Massengeschmack TV schaue ich auch öfters gerne vorbei. Und da haben sie ein Video ausgegraben mit dem Nachrichtensprecher Jan Hofer. Der glorifiziert da auch die Bitcoins. Und ich hoffe, ihr bemerkt das ganz gut. Da wird doch der Eindruck erweckt, dass nach der Sendung vergessen wurde, die Kameraübertragung abzuschalten. Ja? Aber dennoch kann man noch zwischen mehreren Kameras hin und her wechseln, sodass die Leute, die Jan Hofer und so weiter, trotzdem noch in allen Perspektiven zu sehen sind. Also für mich ist das eindeutig inszeniert. Und könnt ihr euch noch erinnern am Anfang, wo ich gesagt habe, wie die Menschen mit den Begriffen über die Bitcoins wie Future Mining und das alles für modern und trendy gehalten werden sollen, also so gefangen werden, damit sie die modernen Menschen sind. Und tja, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir einfach mal rein, was da geschehen ist. Mikros offen. Und dann ist Folgendes passiert. Und das war die Tagesschau um 3. Wir sind um 4 wieder da. Bis gleich. Achsen? Ja. Warum? Damit du die Honorare fahren kannst, ohne dass das Ding wegknickt. Das mache ich doch heute alles in Bitcoins. Das habe ich natürlich von der... Richtig, du gehörst ja bereits zu den ganz Modernen, die bereits mit Bitcoin arbeiten. Stimmt. Ich habe immer noch die Kisten ins Auto gepackt, weißt du? Ich habe vorgestern eine Neubewertung meiner Immobilie bekommen durch die Bank. Und? Warum arbeitest du hier noch, Alter? Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Nur weil du Spaß hast. Nein, das ist dreifach. Der damaligen Bewertung. Ja, Regionalwährungen können funktionieren, die auf Werte basieren. Also meine Sendung heute ist, zurück zu wahren Werten zu finden. Bitcoins haben keine Werte. Sehen wir uns das Wunder von Wörgl mal an. Während der Nationalsozialismus um sich griff, steht Wörgl vor dem Bankrott. Der Bürgermeister Michael Unterguckenberger gelang es, die Gemeinde durch die Einführung des Schwundgeldes zum Wohlstand zu führen in Wörgl und die Arbeitslosigkeit gegen Null zu drücken. Die Regierung und die österreichische Nationalbank hingegen halten den Bürgermeister mit seinem Schwundgeld für eine Bedrohung, also hielten ihn damals für eine Bedrohung. Sie befürchteten, dass er das ganze System zum Einsturz bringen könnte. Alles nachzulesen auf Wikipedia. Mal schauen, ob das noch drinnen steht, dann Wunder von Wörg, wenn die Bitcoins zur Staatswährung kommen. Also der Unterguckenberger, der Bürgermeister, wurde dann vor Gericht gestellt und das Schwundgeld verboten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in die Hauptschule ging. Da wurde das Wunder von Wörgl hochgelobt. Und dieser dezentrale Umlauf wird dann beim Finanzamt zum kontrollierten Umlauf. Wenn dann das Finanzamt Bargeld abschafft, lasst es mich lieber so erklären. Der beste Trick der Elite, ihre Wünsche uns aufzudrücken, ist es, indem sie es uns so schmackhaft machen, indem sie uns selbst heraus dazu bewegen, auf Bargeld zu verzichten.
Man sieht es auch schon bei Corona eben. Da wird uns mit einem Virus Angst gemacht, in Bezug dessen, dass Geld ja Viren verbreiten können, ja? Und dann werden wir schreien, wir haben Bitcoins, bitte schafft das Bargeld ab, das uns krank macht. Und so sieht es dann aus, dass nicht die Elite uns das aufdrückt, sondern es wird uns dann vorgegaukelt, dass wir, die Bürger, dies so wollen, dafür bürgen wollen. Nun gut, kommen wir nun zum Mining. Mining auf Deutsch schürfen. Das bedeutet, Bitcoins zu erwerben, indem man nicht selbst Euro dafür ausgibt, sondern selbst mittels eines PCs zu Hause nach Bitcoins schürfen kann, wie eben ein Goldgräber in einer Mine. Dazu braucht man eben einen PC, der ein Programm installiert hat, um nach versteckten Coins, die weltweit auf allen PCs, die auch eine Bitcoin-Programmierung haben, gelagert sind. Und mit etwas viel Glück kann man so einige Coins schürfen. Doch, wer wird dann der Gewinner sein bei den Schürfen? Ihr kennt ja die Supercomputers, die Universitäten haben. Die haben schon eine immensere, größere Rechenleistung, als wir jemals zu Hause auf einem PC haben werden. Da sind uns schon wieder mal die Eliten mehr im Vorteil, diese Coins vor uns zu schürfen. So werden wir kaum irgendwelche Coins erschürfen können, weil eben diese Supercomputer sie uns vorher wegschürfen, vor uns wegmeinen. Und vergessen wir überhaupt einmal die Supercomputer. Ihr habt ja alle schon mal was von Quantencomputer gehört. Und es gibt schon ein paar Quantencomputer. Noch nicht ganz so extrem ausgereift, aber selbst diese, die heute schon existieren, stellen selbst diese Supercomputer weit in den Schatten. Und es ist nur noch eine kurze Frage der Zeit, in dem bald der perfekte Quantencomputer hervorgebracht wird. Und das werden auch nicht wir, die normalen Bürger, uns leisten können. Ja? Solche Quantencomputer wird nur der Elite vorbehalten sein. Und mit diesen Quantencomputern ist es dann ganz aus, dass ein normaler Mensch irgendetwas meinen kann. Ein Quantencomputer hat eine Rechenleistung mehr als alle Computer zusammen auf dieser Welt. Man sagt ja, Bitcoins sind dezentral, also sie können nicht geortet werden oder beeinflusst werden, weil sie alle mit allen Computern, die auf Bitcoins generiert werden, zusammengeschalten werden. Man müsste, so sagt man, damit sie dann nicht mehr dezentral sind, alle Computer dieser Welt zugleich kontaktieren können, um dann zurückverfolgen zu können, wer wo was eingezahlt hat und für was. Nur ein Quantencomputer kann das sehr wohl, sich auf alle Computer zeitgleich einzuloggen. Und er kann noch viel, viel mehr. Heute will ich aber nicht einen Quantencomputer erklären. Recherchiert das selbst nach. Denn alles, was ich hier sage, solltet ihr so selbst noch nachprüfen, was ich sage. Ja? Okay, kommen wir mal zum Beispiel ORF. Hier dieser Link zum Beispiel. Nun, jetzt habe ich einen Aufhänger für euch. Höhenflug als Anfang vom Ende. Ihre Fans sind der Ansicht, dass die Währung besser ist als der Dollar, Euro oder Yen. Schließlich kann die Cyberwährung Bitcoin im Internet einfach gegen echtes Geld getauscht werden. Und immer mehr kann damit bezahlt werden. Während anfangs nur Computerhacker mit Bitcoins handelten, setzen diese anfangs des Jahres zu einem Höhenflug an. Hervorgerufen durch die Unsicherheiten im Zuge der Wirtschaftskrise, kletterte der Bitcoin-Kurs um das Zehnfache in die Höhe. Doch Kritiker sehen den Höhenflug der Cyberwährung als Anfang vom Ende. Denn statt auf Zentralbanken müssen sich Nutzer auf ihresgleichen verlassen, was erhebliche Gefahren birgt.
Wer wird der Retter dieser Gefahren sein? Das Finanzamt. Er wird den Bitcoin regulieren, so wie schon tausende von Jahren er es schon immer unter vielen anderen Währungsartnamen tat. Von Gold, dann zum Scheingeld und dann schlussendlich zu den digitalen Währungen. Zwischen den Scheingeld und den digitalen Währungen hatten wir auch noch das Chiralgeld, auch Geld aus dem Nichts. Jetzt will ich euch ein paar Beispiele zeigen, wo man genau sieht, wie schmutzig dieser Konkurrenzkampf gerade abläuft zwischen den vielen verschiedenen Kryptowährungsarten. Und da müssen dann auch die Köpfe der Stars herhalten in diesem schmutzigen Krieg, wo unlauter Werbung mit ihnen betrieben wird. So, jetzt kommen wir mal zu den Superstars in unserem deutschsprachigen Raum. Da wird ja auch behauptet, anhand dessen, dass Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und viele andere Superstars auch für Bitcoins werben. Und hier auf YouTube sehen wir hier dieses Video mit dem Titel Promis werben angeblich für Bitcoin und Co. Und ich werde das Video jetzt nicht abspielen, sonst habe ich gleich wieder Urheberrechtsverletzungsklagen, ja. Aber man sieht eh schon hier auf diesen Aufhänger. Schaut euch das Video an. Da wird gleich am Anfang der Thomas Gottschalk interviewt und er verneint es, dass er damit Bitcoins handelt und so weiter. Ja. Und da gibt es noch eine andere Seite, wie hier diese. Da Dieter Bohlen Bitcoin-System 2020 hat er investiert. Da kann man hier auch dieses Video abspielen und hören uns doch mal an, was er hier zu sagen hat. Na, warum geht das jetzt nicht? Hallo bei Dieters Tagesschau. Ja, Kollege, ich komme, ich übe den ganzen Tag. Ja, aber darüber wollte ich eigentlich nicht reden. Ich wollte darüber reden, dass überall im Internet steht im Moment diese Scheiße über diese Bitcoins. Ich habe Bitcoins. Und ihr wundert euch bestimmt irgendwie total, dass ich nichts dagegen mache, weil ich habe nicht einen Bitcoin, ich werde nie einen kaufen. Die ganzen Anwälte sind dabei, das zu stoppen. Aber die haben sich verkrochen in Panama. Ich kann nichts dagegen machen. Also Leute, bitte beschwert euch nicht bei mir. Ich habe keine Bitcoins, ich werde nie Bitcoins haben. Kauft die Scheiße nicht. Alles Liebe, euer Dieter. Ja, also, er hat es nicht, sagt er so aus, gell? Auf dieser Seite haben wir das gelesen. Ich habe euch ja vorher erklärt, Bitcoin ist ja nur eine Art von den 700 anderen Arten von Kryptowährungen, ja? Nur die meisten ist einfach nur der Begriff Bitcoin in Kopf. Und glauben jetzt schon, das ist generell die Art und Weise, was es geht. Doch der Oberbegriff ist Kryptowährungen und nicht Bitcoin. Das mal müsst ihr jetzt im Auge behalten, wenn ich euch jetzt dies hier vorlese. Somit ist der Fall geklärt, eben dass diese Stars doch keine Bitcoins bewerben. Aber dennoch bleiben die Kryptoroboter eine interessante Anlageform für alle, die die Kryptowährungen faszinierend finden. Und glücklicherweise gibt es neben den nicht wirklich empfehlenswerten Kryptorobotern auch einige großartige Trading-Bots. Der Kryptomarkt besteht also nicht nur aus Betrügern. Für die beliebtesten und empfehlenswerten Kryptorobotern stellen wir hier vor. Den Bitcoin-Trader, den Bitcoin Superstar, den Bitcoin Crush und Kryptosoft. Okay, auf einer Seite vor Bitcoin warnen und dann andererseits auf andere Kryptowährungen hinweisen, weil Bitcoin ist auch nichts anderes wie Kryptowährungen. Denn wie gesagt, 700 verschiedene Kryptowährungsarten kämpfen jetzt um die Vorherrschaft. Und das kann man hier sehen, wie gekämpft wird. Dieter Bohlen hatte hier in dem Video auch erwähnt, dass er eigentlich seine Anwälte einschalten wollte, doch die haben sich jetzt alle in Panama verkrochen und da kann er jetzt nichts tun. Also soll man nicht auf ihn böse sein, wenn so etwas in Umlauf ist. Aha, also wenn er schon mit Anwälten droht, ja, und dann in dieser Seite, die hier eingebunden ist und unten dann auf andere Kryptowährungsarten hingewiesen wird, die seriös sein sollen, naja.
Schau mir doch einfach mal dieses, wie hieß es nochmal? Dieses Krypto Superstar. Den Bitcoin Superstar, ja? Da gibt es hier diese Seite. Hier ein Zitat. Selbstverständlich sind hohe Gewinne möglich, sofern man einerseits einen dementsprechenden Einsatz investiert und andererseits der Markt sich in die für den Trader richtigen Richtung bewegt. Entwickelt sich der Markt nicht wie gewünscht, so sind natürlich aber auch Verluste möglich. Handelt es sich bei Bitcoin Superstars um einen Spam oder einen Betrug? Auf den ersten Blick wirkt die Software seriös. Doch hält auch die Meinung stand, wenn man sich etwas genauer mit den Anbietern befasst? Schlussendlich geht es auch um die Erfahrungs- wie Testberichte, die im Internet zu finden sind. Zum Beispiel Bitcoin Superstar scheint eine durchaus seriöse Möglichkeit zu sein, wenn man sein Geld gewinnbringend investieren will. Jedoch darf man nicht vergessen, dass das Risiko, das man hier eingeht, ausgesprochen hoch ist. Immer dann, wenn hohe Gewinne in Aussicht gestellt werden, ist das Risiko ebenfalls nicht außer Acht zu lassen. Es gibt keine garantierten Gewinne, schon allein nicht, wenn sie auf Werte basieren. Also die Seite sagt ganz am Anfang, Betrug, passt auf, da sind jetzt Stars unterwegs, die eben, kurz zusammengefasst, dies anbieten, lasst euch nicht hinters Licht führen und dann am Ende auf einmal dreht der Spieß um. In diesem Zitat wird dann auf einmal dann gesagt, es gibt aber dennoch seriöse Bitcoins. Wobei ich euch zeige, dass es keine einzige seriöse Bitcoins-Währung gibt. Und so ist diese Seite nur eine plumpe Werbung für ihre eigenen Bitcoin-Arten. Ich habe euch ja schon vorher gesagt, es gibt viele Arten von Bitcoins. Na, wer wollt ihr sein? Diejenigen, die den VHS-Rekorder gekauft haben oder die Betamax-Rekorde gekauft haben? Na, was ist die richtige Antwort? Falsch! Keine dieser Arten! Habt ihr nicht aufgepasst? Alles Betrug, Versklavung, Abschaffung des Bargeldes und so weiter und so fort. Oder schauen wir uns mal diesen Link an mit der Überschrift DJ Bobo Pleite. Tja, schauen wir mal zu der Serie The Big Bang Theory. In der Staffel 11, Episode 9, die Bitcoin Odyssee heißt, geht es eben auch um Bitcoins. Leonard, Raj und Howard kreieren da einen Code, damit sie eben Bitcoins minen können, also schürfen. Und der Sheldon versteckt aber denen einen Bitcoin und irgendwann verlieren sie dann den Coin und die sind dann am Ende der Serie total zerstört, am Boden zerstört, weil sie jetzt die Chance verpassen, an den Gewinnen und den Bitcoin-Hype mitmachen zu können, ja. Und da steht dann der Sheldon als der super kluge Typ, als der größte Idiot auf einmal da, ja. Also eine totale Werbung für Bitcoins. In einer Fernsehserie. Also, wo ist da die Untergrundbewegung am Lauf, wenn so etwas in den öffentlichen Fernsehen, in einer Fernsehserie schon gebracht wird? Schaut doch einfach mal diese Episode an, die diesen Teil noch nicht kennen. So, kommen wir jetzt mal zu den Wettbüros. Denn die sind auch schon immer in der Geldwäsche drinnen gewesen. Und die ersten sind, die mit Bitcoins in die Öffentlichkeit gehen. Bei mir in Salzburg habe ich zum Beispiel hier dieses Wettbüro aufgenommen. Und wie ihr seht auch, das Wettbüro und die Volkshilfe in allernächster Nähe. Das ist wieder die Verführung der Unterschicht. In der Volkshilfe sind unterbemittelte Menschen. Wenn die dann aus der Volkshilfe rausgehen und dann das Wettbüro mit Bitcoins sehen, na, da wird man doch schon wieder ein bisschen getriggert, oder? So,
Kommen wir jetzt mal zu einer Sendung auf Kulturstudio. Das Video findet ihr hier. Da geht es mit dem Titel Die Digitalisierungsfalle, das versklavte Schlaraffenland. Da war ich echt hoch erfreut, das endlich zu sehen. Denn das war die erste alternative Sender, der sich endlich auch einmal etwas kritisch mit dieser Bitcoin-Sache befasst hat. Das war jetzt gerade erst in der ersten Aprilwoche 2020. Doch zuvor fand ich nirgendwo einen kritischen Beitrag in den alternativen Medien. Bericht von der Weltwirtschaft, wo die bei Kulturstudie sehr gut dargebracht wird, wo die FDP einen Vorschlag einer CO2-Währung auf einer Blockchain-basierten CO2-Kreislaufes pocht. Hier die Quelle ab der Minute 11 zu sehen. Auch ich wurde schon zweimal ein Opfer dieser Bitcoin, ja, Verbrecher will ich sie ja doch nennen, ja. Zu einmal bekam ich eine E-Mail, wie ihr hier sehen könnt, habe ich einen Screenshot auch wieder gemacht. Da wurde ich erpresst, weil ich mit meiner eigenen E-Mail-Adresse eine E-Mail bekommen, die ich mir selbst nie geschickt habe. Da hat mir irgendwer gehackt. Und der schreibt da, auf Deutsch übersetzt, dass wenn ich ihm nicht so viele Bitcoins auf dieses Bitcoin-Konto überweise, er noch viel mehr mit meinem Konto machen wird. Mal gleich eines voraus, da kann ich die Luft rausnehmen, falls ihr auch so eine E-Mail schon bekommen habt, ja, mit eurer eigenen E-Mail-Account. Ignoriert diese E-Mail einfach. Es kann euch gar nichts passieren. Aber man sieht schon, wie die Räuber hier Bitcoins ausnutzen, um Geld zu erpressen. Ja? Eine andere Sache war auf meinem YouTube-Kanal. Da hat ein anderer YouTube-Kanal, der sich nur auf Bitcoins spezialisiert, 5 meiner Videos benutzt. Eines war zum Beispiel das Video Die Schellenberger Eishöhle im Untersberg. Da hat er ein Video gemacht und denselben Titel, sein Video genauso betitelt wie eben mein Video über die Schellenberger Eishöhle. Sogar in der Videobeschreibung in diesem YouTube-Kanal war das Impressum, die Namen von meinem Video, alle mit drinnen eingespeist. Also, die haben meinen Namen benutzt. Und wenn man dann das Video anklickt, kommt aber kein Video von der Schellenberger Eishöhle, sondern ein Werbevideo über Bitcoins. Und er hat sich 5 Videos für mich genommen, um stattdessen dann ein Bitcoin-Video herauszukristallisieren. Ich habe dann Einspruch erhoben bei YouTube und gesagt, dass der Unlauter mit meinem Namen und meinen Videotitels ein Video macht, was mit dann dem Video als Titel selbst im Video nichts zu tun hat. Dieser Hinweis an YouTube, die Beanstandung von mir an YouTube, ja, die wurde fallen gelassen von YouTube. Ich musste erst dann 3 weitere Medienkollegen von mir bitten, dass sie ebenfalls hier eine Meldung bei YouTube schicken, dass dieses Video unlauter mit unseren Namen hantiert und stattdessen unsere Namen dazu benutzt, um mit Bitcoins Werbung zu machen. Erst als dann 2 weitere auch dies beanstandeten, wurden endlich diese Videos gelöscht. Das dauerte ein ganzes halbes Jahr, bis ich es geschafft hatte, diese 5 falschen Videos von Netz zu bekommen. Weil eben nicht nur mein Name drinnen stand, sondern auch von meinen damaligen Medienkollegen. Das war wahrscheinlich mein Glück, dass nicht nur mein Name drinnen stand. Ja? Ansonsten würden die Videos heute noch existieren. So, kommen wir mal wieder zu einem anderen Beispiel. Hier ein Link von ORF.at. Verdächtige sehen sich selber als Opfer. Eine Art Pyramidenspiel mit Bitcoins ist in Österreich aufgeflogen. Laut Recherchen des ORF-Magazins Echo und der Presse wurden mehrere tausend Menschen geschädigt.
Drei Österreicher hätten bei sektenartigen Veranstaltungen wie die Plattform Optiument, okay, fantastische Renditen versprochen. Zunächst hatte das System funktioniert, dann kollabierte es. Bitcoins im derzeitigen Wert von 80 Millionen Euro sollen verloren worden sein. Die drei Verdächtigen sehen sich selbst als Opfer. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass euch unsere Anführungen nicht schmecken und sogar sehr wütend machen. Auch wütend auf uns, da wir nun als Puffer dienen, also ich. Ich kann verstehen, dass es nicht schön ist zu hören, dass man umsonst viele Euros in Bitcoins gewandelt hat und dabei nicht nur Geld verloren hat, sondern auch ein negatives System unwissend gefördert hat, um eine NWO umzugestalten. Aber bedenkt, die Wahrheit kann nichts dafür wahr zu sein und so seid uns den Fakten überbringen, bitte nicht böse. Diejenigen, die es besser wissen müssten, schmeißen mit Bitcoin-Fachjargon um sich und erzeugen einen Trend-Hype, wo dann jeder junge Mensch dazugehören will. Fachwörter sollen interessant bis cool wirken. Wie hier der Lars Merholz bei Noviso TV von Frank Höfer interviewt wurde. An Lars Merholz bei war dies zu sehen, wie er mit Begriffen jongliert und sich dabei dieses Bitcoin-System positiv und trendy sowie modern darstellen wollte. Dies soll kein Angriff aber auf Lars Merholz sein, denn ich schätze ihn doch sehr, da er viel für die Montagsmannwachen getan hatte. Ich denke, dass er, wie viele andere, etwas übersieht. Die Fallen zum Beispiel, die darin eingebaut wurden und die ich heute hier aufzeigte. Ja, und dasselbe will ich auch über den Frank Höfer erwähnen, ja. Sein Kanal Noviso TV ist ein grandioser, toller Kanal. Und alle, die was da bei ihm mitwirken, sind wunderbare Menschen, selbst der Frank Höfer. Also, er hat in dem Video einfach halt nur versucht, jedem Gehör zu schenken, ja. Und es ist unsere Aufgabe, zu deuten, was ist gut und was ist schlecht, ja. Frank Höfer will einfach jedem das Recht geben, gehört zu werden. Ob es jetzt dann das richtig oder falsch ist, ja, das liegt dann im Ermessen der Zuseher. Natürlich muss auch ein Moderator oder Kanalbetreiber schon auch gewisse Gefahren erörtern, wenn er das selbst erkennt. Und ich schätze einfach einmal auch, dass so wie der Lars Merholz und der Frank Höfer hier unwissend den Bitcoins einfach auf den Leim gehen. Aber alle anderen Sendungen, die was auf Noviso TV bis jetzt gelaufen sind, sind durchweg erstklassig gestaltet. Also es lohnt sich wirklich auch diesen Kanal zu abonnieren, ja? Genauso wie den Kanal vom Kulturstudio. Okay. Also kommen wir jetzt zu meinen Schlussgedanken. Wir haben heute hier genügend Fakten aufzeigen können, wie Kryptowährungsarten, also als trojanisches Pferd getarnt, unter den Gedankenideen der guten alternativ wirkenden Aufklärern und das Volk positiv im Umlauf gebracht werden. Wobei meiner Meinung nach die Bitcoins eben nur das Ziel verfolgen, um die Abschaffung des Bargeldes und vollständige Kontrolle des Menschen zu erreichen. Eben in dem, was er tut und konsumiert. Also nur am Rande vermerkt. Der RFID-Chip wartet auch schon darauf, mit einer passenden Kryptowährung verknüpft zu werden. Die Krankenkasse, die Versicherungsanstalten und einige andere Institutionen würden diese RFID-Chip-Verknüpfungen sich auch sehr begrüßen. Via Bitcoin und Co. wird keiner erwerben oder verkaufen, seine Lebensgrundlagen erhalten und vor allem rechtfertigen können, ohne diese eine digitale Weltkredit- und Überwachungseinheit aller Bitcoin zu benutzen. Aber weil diese elitären Menschen aus allen Bereichen mit Bitcoin selbst Handel an der Börse treiben und diese neue Währungssystem in allen Facetten medial öffentlich bewerben und zugleich zum Schein im Untergrund fördern, bei den alternativen Medien, damit die sogenannten Schlafenden und auch die sogenannten Aufgewachten am selben Köder anbeißen können.
Es kommt so gut wie nie vor, dass wenn ein alternativer Sender etwas bringt, die öffentlichen und privaten Sender denselben Inhalt innehaben. Ja? Sie sind immer konträr zueinander. Aber bei den Bitcoins, da sind sie sich alle einig. Welcher Segen diese Bitcoins doch wären. Also, so habe ich doch heute mit Fakten aufzeigen können und eine Warnung zugleich ausgerufen, um zur Besinnung anzuraten, damit wir eben wieder zu echte Werte zurückfinden können. Politisch positiv wird dies ins Wirtschaftssystem sowieso in unserer heutigen bestehenden Gesellschafts- und Regierungsform eben nie umgesetzt und eingehalten werden können, sowohl würde. Und deswegen in diesem Kontext sollte dies erkannt werden und mit mir eben heute so betrachtet werden. Objektiv anhand dessen betrachtet, so wie die Welt eben heute geregelt ist und was für uns alle im Einzelnen möglich ist in diesem System und wo es in der Zukunft hingeht, werden wir so weitermachen. Anhand dessen betrachtete ich heute mit euch eben die Bitcoins, in Bezug wie auch eben die Politiker uns etwas versprechen und sagen, sowie beschreiben. Aber das, was dann immer am Ende von ihnen vorgesetzt wird, immer das Gegenteil ist, also nie etwas übrig bleibt. Denn bei der Währungsreform, so wie allen anderen Reformen, kennen Politiker keinen Spaß und darum passen meine vielen Vergleiche heute auch sehr gut. Heute sagen ein paar von euch, dass diese Bitcoin-Systeme ja nicht von der Elite erfunden wurde, sondern eben von den Hackern in irgendeiner Garage, also eine Bewegung von unten heraus ist. Aber das ist eben bei dieser näheren Betrachtung nicht richtig und leicht zu dementieren. Ebenso wie auch Facebook, auch von der CIA unter dem Deckmantel Zuckerberg gestartet wurde, ist dies mit den Bitcoins zu verstehen. Wenn ich daran denke, welche guten und wertvollen Optionen Facebook, YouTube, Google und Co. noch vor vielen Jahren angeboten hatte, ja? Und heute, wo alle wegen der guten Vorteile sich dort angemeldet haben, wurden dann nach vielen Jahren diese Nutzungsbedingungen und tollen Errungenschaften von Facebook, YouTube und so weiter extrem beschränkt. Und wenn man selbst repräsentativ bestens auffindbar sein will im System, das einzige wichtige Objekt dann nur noch Google ist, was übrig geblieben ist, oder YouTube oder Facebook, um eben nicht unsichtbar sein zu wollen. Unsichtbar im Sinne von weggeschoben werden. Doch zurück zum Einwand, dass die Bitcoin-Bewegung nicht von unten herausgekommen ist. Ich zeige eben euch diese Aktienkurse der Bitcoins. Was soll ich denn dazu noch sagen, wenn einer von Untergrundbewegung spricht, aber nebenbei von Anfang an die Broker an der Wall Street die Hauptfäden ziehen? Eine Währungsreform einer Untergrundbewegung, die nur den freien Menschen etwas nutzen würde, nie an der Wall Street akzeptiert werden. Eben, wie schon in den Wunder von Wörgl gut dargestellt. So, gehen wir noch auf ein paar Nebenfakten ein, wo eben wie schon erwähnt diese zwei Hauptfakten eigentlich alles schon logisch erklärt hätten. Um jeden nachdenkenden Menschen davon zu überzeugen, dass die Bitcoins eben ausschließlich von der Elite durch den Weg der vorgegaukelten Untergrundbewegungen in Umlauf gebracht wird, um uns zielgerichtet final in allen Lebenslagen zu versklaven. Begriffe wie zum Beispiel Coins sind dezentral, nur Worte ohne Bestand sind und nur zum Locken erwähnt werden. Viele Wortbegriffe in Bitcoin-Gebrauch, wie zum Beispiel Blockchains, Futures, Peer-to-Peer oder Mining und so weiter, also immer mit futuristischen englischen Wörtern den jungen Menschen ins In- und Cool-Sein oder ein fortgeschrittener Mensch zu sein oder unabhängig große Leistungen zu vollbringen, eben locken will. Fachwörter soll also insbesondere interessant bis cool wirken. Futures, Sorten, Peer-to-Peer und Mining. Nun gut, kommen wir mal zu dem Begriff dezentral. Ich habe das ja schon erwähnt, doch ich will es nochmal erhärten.
bedeutet hier von Behörden nicht beeinflussbar, auffindbar. Tja, genau das brauchen eben Verbrecherstrukturen, um Geld zu waschen. Das ist für die das Schlaraffenland. Und genauso wird eine digitale Währung schmackhaft gemacht, auf die Niveau der vorgegaukelten freien Entscheidung auf Bargeldverbot zu akzeptieren und nicht dagegen zu rebellieren. Wobei die dezentrale Bedeutung mittels den Quantencomputer der Eliten in einer Nanosekunde den Währungsverlauf zurückverfolgen kann, wo nur die PCs, die wir zu Hause haben, es nicht vermögen werden. Nun, Bitcoins, da gibt es eben auch noch Begriffe wie Blockchain-Technologie mit öffentlichen Ledgern oder Hashgraph-Technologien mit schnelleren öffentlichen Ledgern, die aber dann wiederum gegenüber zu Blockchain keine Open-Source-Programme sind. Oder der Begriff Tangle, ja? Aber kommen wir mal zu dem Begriff Ledger, den ich euch erklären will. Ledger sind Verbindungen aller zusammengeschalteten Computer, die eben mit der Blockchain oder Hashgraph-Technologie, mit denen diese Bitcoins generiert werden, programmiert sind und werden dabei zusammen gleichzeitig von jedem einzelnen Computer untereinander erfasst und Backup gesichert. Das meint man eben auch mit dezentral. Also unauslöschlich und unbeeinflussbar, angeblich eben. Ein Hacken dieser Daten ist nur möglich, wenn man sich also in alle dieser Computer zugleich einloggt, was für einen normalen Computer, außer für einen Quantencomputer, unmöglich ist. Und das übersieht der Lars Meerholz, was er an Frank Höfer bei Noviso TV gesagt hatte, ja, dass die Quantencomputer dann noch das letzte Wörtchen haben. So macht das dezentrale Wortbegriff alles obsolet. Also, so könnte die Quantencomputer der Eliten sehr wohl alles rückverfolgen und beeinflussen. Und wer diese meiner Meinung verneint, dann keine Ahnung davon hat, was ein Quantencomputer fähig ist. Dezentral bedeutet in diesem Falle aber nicht, dass unlautere Personen aufgefunden werden können oder auch unlautere Geschäfte, sondern sogar noch im Untergrund wirkend mittels Bitcoin geschützt werden. Sprechen wir mal von der Mafia und so weiter, ja? Nur wir kleinen Menschen werden dann verfolgt. Der transparente Faktor ist in diesen Bitcoin-Varianten also nicht gegeben und daher die dezentrale Preisung obsolet. Kriminelle Kreise nutzen ja auch deswegen dieses System, da es gleichzeitig ihr Vermögen reinwäscht. Wie ich schon eben erwähnte, wird dann die Finanzamtsstruktur als der letzte Retter kommen, wenn dann diese Widrigkeiten aufkommen, ja, um das Bitcoin-System zu retten. Ich meine dies eben jetzt nicht nur ironisch, sondern auch klipp und klar. Hier sind zum Beispiel einige Zeitstempel zu diesen Brückenpfeilern, die das Finanzamt mit den Eliten gemeinsam erstellt. Hier mal die für mich prägnantesten. Da gibt es viele andere Punkte, die zu erwähnen wären. Im Januar 2015 wurde der chinesische Yuan mit einem Anteil von 71% die Währung mit den größten an Bitcoin-Börsen gehandelten Volumen vor US-Dollar und Euro. Wurde er. Also am 10. Dezember 2017 startete der Handel mit Bitcoin-Terminkontrakten, also diese Futures, das sind dann die Future-Begriffe, an der US-Terminbörse. Die Chicago Board Options Exchange, das ist die CBOA, mit Sitz in Chicago, ist eine der weltgrößten Option-Börsen. Eine Woche später folgte er an die Chicago Mercantile Exchange, die CME. Sie ist eine der größten Börsen der Welt und zählt zu den ältesten solchen Einrichtungen weltweit. Es können einerseits Kursschwankungen der Bitcoins abgesichert werden, zum anderen auch an Kurssteigerungen oder Verlusten der Bitcoins partizipiert werden, ohne Eigentümer von Bitcoins zu sein. Tja, nun denn. Meine Meinung ist eben,
Eine digitale Erwerbs- und Handelsform ist nur sinnvoll und heilsam für eine Gesellschaft, wenn sie erst eingeführt wird, wenn zuvor die Gesellschaftsform zur Perfektion gebracht wurde und kriminelle Einwirkungsformen ausgeschaltet sind. Alle in den politischen und sozialen Angelegenheiten der Menschen, im Allgemeinen, die sich in unlauteren Wirkungsgraden ereignen können. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich einen guten Wein machen will, brauche ich zuvor gute Trauben. Doch wenn die Trauben nicht rein und gut sind, werde ich nur einen Punch an Wein erzeugen können und keinen guten Wein. Kann man das vielleicht jetzt so erklären? Nehmen wir mal da den Herrn Dr. Professor Franz Hörmann von der Wirtschaftsuni in Wien. Diesen Mann habe ich schon vor vielen Jahren kennengelernt und sehr viele Unterhaltungen geführt. Und das ist ein sehr kluger und innovativer Mann mit viel Weitblick und ja, seiner Zeit auch schon sehr weit voraus. Zum Beispiel wollte er besser gesagt, dass Info-Money-Geld durchsetzen. Das ist auch so eine Art digitale Währung. Und damals, wenn wir so immer beim Bierchen zusammengesessen sind, habe ich ihm dann auch schon gesagt, dass es eine wunderbare Idee ist. Ich habe ihm auch schon das Beispiel Star Trek vorgeführt, denn auch er liebt diese Serie sehr. Und da habe ich ihm auch schon gesagt, eben, dass erst die Gesellschaftsform heil sein muss, bevor man eine digitale Währung überstülpen kann, weil auch selbst dann sein Infomoney natürlich missbraucht wird, weil die Finanzstrukturen sehr wohl sehr viele Änderungen auch in sein Infomoney einführen würden. Nur der nicht im Allgemeinwohl gesinnten Gesellschaft kann es von Nutzen sein, dass ihr erbautes Geldsystem in diese digitale Form perfektioniert wird. Wobei Perfektion hier nicht für uns gilt und, so hoffe ich, mit guten Beispielen eben darlege. Ein Beispiel dafür ist eben da diese Serie Star Trek, wie schon erwähnt. Klar, utopisch betrachtet eine Sache für sich, aber unter diesen moralischen Regeln wie in der Föderation von Star Trek leben wir eben heute nicht. Wir müssen erkennen, dass unsere Gesellschaftsform so wie jetzt gerade eine diktatorische Art und Weise ist. Und so wird diese Währungsform auch dieser jetzigen Gesellschaftsform angepasst sein und den neuen festgelegten Regeln immer neu angepasst werden, also diktatorisch. Und jetzt befinden wir uns wieder in einem neuen Zeitalterwechsel, einem Paradigmawechsel. Wie damals vor dem Schilling oder der D-Mark, der Lire und so weiter. Der Wechsel zum Euro und nun den Regeln der Welt in einen digitalen Regelwert gewechselt werden will von diesen Eliten. Wir Menschen mit den Wünschen für den Wohlstand, Gleichberechtigung und Frieden aller Menschen fordern ja auch, dass unsere Regierungen transparent vorweisen sollen, wo sie unsere Steuergelder investieren. Und jetzt stellt euch mal vor, was dann bei den schwarzen Projekten, also den Black-Budget-Projekten, investiert wird, wenn man den Deep State ermöglicht, dezentrales Geld zu nutzen. Journalisten werden es noch viel schwerer haben, dann unlautere Staatsgeschäfte aufdecken zu können. Das ist schizophren, von uns zu denken, zu fordern, dass unser Geldsystem gerecht geregelt werden sollte. Aber dann dezentrale Investmentformen zu verlangen, die dunkle Individuen nutzen und nichts Gutes daher dabei rauskommt. Wenige Online-Käufe sind heute möglich mit Zahlungsmöglichkeiten von Bitcoins in Großstädten, sieht es aber doch dann wieder sehr mau aus. Dies zeigt mir auf, dass man damit Warenhäuser und Läden abschaffen will. Nur ein großer Konzern wird in Onlinehandel der Sieger sein, wie eben Saturn, Amazon und so weiter. Die keine guten Arbeitgeber sind und Arbeiter ausbeuten, Großkonzerne, die Supercomputer in Massen besitzen und daher einen Mining-Vorteil haben. Okay. Also, wenn es so weitergeht, werden bald viele Läden in den Großstädten die Bitcoins akzeptieren, so wie damals bei den Kreditkarten-Kassensystemen. So wurde der Mensch massenhaft gut verschuldet.
In Graz soll es ein kleines Café geben, wo man sein Getränk mit Bitcoins zahlen muss. Ich möchte den Kaffeebetreiber gerne mal fragen, wie viel Kaffee er verkaufen muss, um damit dann zum Beispiel ein neues Auto kaufen zu können. Wie viel Euro muss er für Kaffee ausgeben, um damit von den Kunden im Tausch mit dem Kaffee ihre Bitcoins zu erwerben? Was wird wohl passieren, wenn der Kaffeebetreiber heute in den Autohandel geht und ein Auto mit, sagen wir mal, 3000 Bitcoins erwerben will? Was wird geschehen? Die Antwort ist, der Autohändler wird ihn ohne Euronen vor die Tür setzen. Und dann sitzt er monatelang vor seinen Rechner und blickt seine tausenden Bitcoins mittels Pixels dargestellt an und kann nichts Großes damit anfangen, außer zu hoffen, dass endlich der Tag X kommt, wo er die Coins oder eben er ausgeben kann, die er für viele Euronen eingetauscht hatte. Der Tag X wird kommen, wo dann alle 7 Milliarden Menschen diese Kryptowährung benutzen müssen, aufgedrückt bekommen, da keine andere Währung da sein wird. Wie gesagt, im Corona-Zeitalter spricht man schon von der Abschaffung des Bargeldes, weil sie ja infektiös sind. Was will ich nun sagen? Jetzt gerade sehen noch ein paar, die ihre Bitcoins am PC dargestellt bekommen, noch große Summen anwachsen. Obwohl auch zu dieser Zeit des Corona-Zeitalters auch schon die Coin-Kurven an der Wall Street fallen. Die Wachstumssummen sind heute teilweise deshalb so groß, weil ihr noch nicht so viele im Vergleich zu den restlichen 7 Milliarden Menschen seid, die sich diese Coins teilhaberisch ansammeln lassen. An euren gewünschten Tag X werden dann alle 7 Milliarden Menschen euren großen Summen in eure Konten durch die entstehende Inflationsrate aus euren tausenden Bitcoins zu wenigen ein- bis zweistelligen Summen degradieren. Oder warum fragt ihr euch, als unter anderem der Euro von vielen weniger wert ist wie die alten Nationalwährungen mit wenigem Menschenanteil? Ich erwähne dies nur vollständigerweise, weil nicht jeder sich dessen bewusst ist, dass auch Geld Inflationen unterliegt. So, das Mikro ist jetzt wieder offen. Tja, ich hoffe, dass dies einmal sehr einleuchtend für euch war, ja. Die Skype-Adresse, glaube ich, kann ich jetzt auch einmal ausblenden. Denn da scheint sich kein reger Wachstum heute zu tummeln, aber ist ja egal. Ich habe jetzt noch am Schluss, falls noch Fragen jetzt kommen, da ist jetzt die Zeit dafür da. Und in der Zwischenzeit möchte ich noch ein paar Sachen erwähnen, die ich noch nicht angeführt hatte. Zum Beispiel schauen wir mal nach China. In China wurde schon das Bargeld abgeschaffen. Selbst die Obdachlosen, die bekommen ihre Spenden nur so, indem sie um den Hals eine Karte hängen haben und da ist ein Strichcode drauf. Und da können dann die Leute mit den Handys an den Strichcode hinfahren und sagen, da kriegst du ein paar Yen oder was ich was alles. Ja? Das ist jetzt schon so der Fall. Was kann man dann sonst machen? Das ist jetzt die Frage, ja. Und CryptoTV, also ich, möchte ja nie mit schweren Themen euch zurücklassen, mit Ängsten. Am Schluss präsentiere ich immer Lösungen, ja. Und dafür würde ich euch dann einladen, am Mittwoch mit einzuschalten. Da geht es dann um die Reformen der Welt. Da werde ich dann wirklich klipp und klar meine Gedanken wiedergeben, wie eine gerechte Wirtschaftssystem ausschaut, Geldsystem ausschaut, generell die Gesellschaft in allen Belangen frei und gleichberechtigt agieren kann. Also so soll dann am Mittwoch der positive Beitrag kommen, wo wir dann über Lösungen sprechen können. Dann möchte ich vielleicht, na, Chat gibt es eh noch nichts. Also ein Zuschauer ist noch da. Super, Dankeschön, dass dich wirklich interessiert.
Insgesamt waren wir, glaube ich, heute auf 3-4 Zuschauer. Aber es ist ja nicht wichtig. Wichtig ist dann, dass das kommt ja dann ins Netz. Man kann sich das dann eh immer und ewig anschauen, dieses Video, solange es YouTube nicht löscht. Ja. Genau. Im Punkt der Shell, wo ich gesagt habe, dass ja dieser YouTube-Kanal mit meinen Videos unlauter Werbung gemacht hat, da konnte ich euch leider keine Fallbeispiele präsentieren, weil zu der Zeit, das ist schon ein paar Jahre jetzt her, da hat ja noch nicht ein Kryptowährungsvideo geplant. Und so habe ich leider nicht daran gedacht, Screenshots zu machen. Und so kann ich euch den Kanal nicht präsentieren, der da einfach meine Videos mit Titel und Videobeschreibungen geraubt hat. Genau. Okay. Eins würde den Dieter Bohlen vielleicht noch fragen, ob er nur Bitcoins nicht gekauft hat oder alle Kryptowährungen dafür nicht gekauft hat. Ja? Das bleibt noch ein bisschen offen. Aber naja. Dieter Bohlen habe ich, glaube ich, weniger Chancen zu quatschen. Nun gut, nun denn. Ich schätze mal, insofern jetzt über Skype keiner sich mitbeteiligen möchte. Ja, und im Chat auch nicht. Dann würde ich sagen, schließen wir heute die Sendung. Die läuft jetzt eh schon 1 Stunde und 11 Minuten. Ich hoffe, ihr habt erkannt, welche Gefahren über Bitcoins bei uns lauern, welches trojanisches Pferd uns da vor die Türe gestellt wurde. Und somit hoffe ich doch, dass wir uns doch noch auf eine schönere, bessere, gerechte Welt hinorientieren können. Darum schaut es dann am Mittwoch rein, wo wir dann über Lösungen reden können, über die Reformen der Welt. Und somit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hab mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ob pro oder contra zum Thema eingestellt oder pro oder contra zu meinem Kanal eingestellt. Ich habe euch im Grunde alle lieb, solange ihr noch fern und ja nicht garstig werdet bei den Kommentaren. Wie gesagt, Kommentare unter diesem Video, was ihr da unten dann lesen könnt, die müssen schon wirklich freundlich gestaltet sein. Ansonsten wird es einfach blockiert, ja. Also keine gehässigen, unlauteren Wortgebungen möchte ich da lesen müssen, ja. Ob es pro oder contra ist, da mache ich keinen Unterschied. Nun gut, somit dann einen schönen guten Abend am Ostersonntag. Vielleicht schaut es auch morgen dann vorbei, da gibt es eine neue Live-Sendung, da möchte ich mal über den Harald Thiers und seiner Story sprechen, wo die Außerirdischen uns retten wollen, ja. Da bin ich überhaupt nicht einverstanden mit seinen Thesen, weil nichts anderes wie Thesen sind das von Ihnen, Herr Thiers. Und morgen um 19 Uhr dann wieder, hoffentlich sehen wir uns. Und bis dahin einen wunderschönen Abend, eine schöne Zeit. Und gehabt euch wohl durch das Corona-Zeitalter. Eines vielleicht noch, wenn man einkaufen geht. Da habe ich schon gelesen bei manchen Kassern, bitte mit Karte zu zahlen. Ja? Das ist auch schon wieder so ein Indiz, wie schmutzig uns das Geld den Virus aufdrücken könnte. Ja? Wobei, warum hat man denn früher Kupfermünzen gemacht? Eben weil sie antibakteriell und so weiter sind, ja. Also, das könnte man auch anders da lösen. Nun gut, somit einen wunderschönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bei einer neuen Sendung auf Krypto TV. Tschüss! Thank you.